Die Domestizierung des Pferdes ist ein weltgeschichtlicher Wendepunkt. Sie hat Entfernungen schrumpfen lassen, Arbeit und Transport erleichtert, Eroberungen ermöglicht. Nicht nur die Geschichte Europas ist eine Geschichte von Menschen auf Pferden. Aber wo und wann dieser epochale Wandel stattgefunden hat, blieb lange rätselhaft. Wissenschaftler glauben nun, den Ort gefunden zu haben, an dem ein Mensch das erste Mal ein Pferd bestieg. Butai, im heutigen Kasachstan. 2017 machen Archäologen hier einen rätselhaften Fund. Millionen Pferdeknochen. Berechnungen zufolge müssen es ungefähr 360.000 Tiere gewesen sein, die hier über einen Zeitraum von 800 Jahren ihr Leben ließen. Unter welchen Umständen war lange ein Rätsel. Ursprünglich verlieren sich die wenigen Nomaden in der endlosen Weite der Steppe. Eine Handvoll Familien, die immer in Bewegung sind und sich von allem ernähren, was sie finden. Aber dann, vor 5600 Jahren, werden sie sesshaft und beginnen, sich von Pferden zu ernähren. Ausschließlich von Pferden. Aber haben sie die Tiere nur gejagt oder auch domestiziert? Um das herauszufinden, testet der Archäologe Alan Outram Keramikbruchstücke auf den biologischen Fingerabdruck von Milch. Pferdemilch. Als wir den Beweis hatten, dass es in Butai Pferdemilch gab, war ich eigentlich sehr überrascht. Denn es bedeutete, es gab Domestizierung. Ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft annehmen würde, dass man Tiere melken kann, wenn man keine Kontrolle über sie hat. Man kann eine wilde Stute einfach nicht melken. Doch wer waren die Butai eigentlich? Jahrelang suchten Archäologen vergeblich nach menschlichen Überresten. Doch dann taucht ein Schädel auf. Der dänische Genetiker Eske Willerslöf wird zum Fundort gerufen. Ein Experte für prähistorische DNA. In jahrtausendealten Knochen vollständiges Genmaterial zu finden, ist ein Glücksfall. Vor allem intakte Zahnwurzeln sind vielversprechend, weil ihr Inneres gut gegen Umwelteinflüsse isoliert war. Tatsächlich gelingt es dem Forscher, DNA zu isolieren. Doch sie erzählt nicht die erhoffte Geschichte. Die Butai hätten eigentlich die Herren der Welt sein müssen. Sie domestizierten das Pferd, wahrscheinlich eines der einflussreichsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit. Diese Jäger und Sammler steigen irgendwann auf ihre Beute, beginnen sie zu reiten und zu melken, machen alles richtig und trotzdem nichts. Sackgasse, keine Auswirkungen. Die DNA-Tests zeigen, dass das genetische Signal der Butai einfach von der Erde verschwunden ist. Warum die ersten Pferdezähmer ausgestorben sind, weiß niemand. Aber dann betritt eine andere Kultur die Bühne der Geschichte. Und sie hat Spuren hinterlassen. Heute nennen wir sie die Yamnaya. Im Gegensatz zu den Butai werden die Yamnaya nie sesshaft. Stattdessen entwickeln sie die erste große Reiterkultur der Geschichte und erobern auf dem Rücken der Pferde die unendlichen Weiten der zentralasiatischen Steppe. Und die neueste Forschung zeigt, dass sie noch viel weiter kamen. Das Volk der Yamnaya hatte sowohl auf die Asiaten als auch auf die heutigen Europäer einen gigantischen Einfluss. Genetiker können eine Migrationswelle belegen, die vor 5000 Jahren gleich zwei Kontinente erfasste. Die Yamnaya stießen vom heutigen Kasachstan aus,
in weite Teile der eurasischen Landmasse vor. Innerhalb von 200 Jahren breiten sie sich über ein Territorium von 5000 Kilometern aus. Das ist wahrscheinlich die größte Ausbreitung einer Population, die wir überhaupt kennen in der Geschichte. Die Ankunft der Yamnaya in Europa verändert den Kontinent dramatisch. Denn sie bringen vieles von dem mit, was wir heute als ureuropäisch empfinden. Es kommt zu diesem massiven genetischen Wandel. Diese helle Hautfarbe, die so typisch ist für die heutigen Europäer, die beginnt eigentlich erst mit dieser Einwanderung, sich in ganz Europa auszubreiten. Vorher waren die Menschen viel dunkler und vor 10.000 Jahren und früher waren sie sogar so dunkel, dass wir sie von Afrikanern nicht unterscheiden können. Doch die Yamnaya verändern nicht nur das Aussehen der Europäer, sie verändern die Gesellschaft von Grund auf. Sie führen eine ganz neue Familienstruktur ein, die Kernfamilie, die zur grundlegenden Einheit der Gesellschaft wird. Sie führten auch höchstwahrscheinlich die indoeuropäische Sprache ein. Ein epochales Ereignis. Heute spricht über die Hälfte der Weltbevölkerung eine indoeuropäische Sprache. Die Ausbreitung der Yamnaya ist historisch einzigartig. Wie ist Ihnen das auf gleich zwei Kontinenten gelungen? Und was geschah mit der ursprünglichen Bevölkerung dieser Gebiete? Wenn wir 90% der lokalen Bevölkerung ersetzen, dann muss es wirklich ein großes Ereignis sein. Das kann nicht durch Krieg stattfinden. Also selbst bei großen kriegerischen Auseinandersetzungen sehen wir niemals, dass 90% der Bevölkerung verschwinden. Wenn die Yamnaya die Welt nicht mit dem Schwert eroberten, wie dann? Eske Willerslöw hat Grabstätten der Yamnaya untersucht und ist auf etwas Ungewöhnliches gestoßen. Das Besondere war, dass es mehrere Individuen in einem Grab gab, wobei es für diese Kultur normal wäre, einzeln zu begraben. Es ist ein ungewöhnliches Grab, weil diesen Leuten etwas Ungewöhnliches passiert ist. Und dann sagte einer der Archäologen im Team, was ist mit Krankheiten? Also suchten wir nach der Pest. Wir begannen zu suchen und zack, es sprang uns geradezu entgegen. Wir sahen Fragmente davon und fragten uns, könnte das wahr sein? Die Pest ist eine uralte Geißel der Menschheit. Eine Infektionskrankheit, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden kann. Vor 4000 Jahren, hoch im sibirischen Altaigebirge, verlor ein Vater seine Frau und zwei Töchter. Er begrub sie Seite an Seite. In ihren Knochen fand man den Beleg für die älteste Pandemie der Menschheitsgeschichte. Die Geschichte der Pest geht jetzt zurück in die Steinzeit und ist nicht nur eine Geschichte des Mittelalters. Das heißt, es ist eine Krankheit, die den Menschen schon viel länger verfolgt, als wir das bisher geglaubt haben. Aber wie bei jeder Epidemie gibt es Überlebende. Und weil die Yamnaya bereits seit Jahrhunderten dem Pesterreger ausgesetzt waren, hatten sie eine gewisse Resistenz gegen die Krankheit entwickelt. Als sie sich vor 4000 Jahren nach Europa aufmachten, wurden sie unwissentlich zu Reitern der Apokalypse. Die Pest war der entscheidende Grund für die Expansion der Yamnaya nach Europa und Asien. Und damit auch dafür verantwortlich, wie wir heute aussehen. Man könnte sogar sagen, die Pest machte uns zu dem, was wir Nordeuropäer sind. Eine unerwartete Folge der Domestizierung des Pferdes, die das Gesicht von zwei Kontinenten nachhaltig veränderte.